Ja, willkommen zum neuen Video. Im Moment laufe ich hier nicht unweit von meinem Wohnort. Einfach ein bisschen lang nach einem langen Bürotag und einfach mal niemanden sehen und niemanden hören, ist recht angenehm. Ja, rechts von mir ist ein kleiner Wald, links von mir sind Felder. Hier war jetzt gerade eben ein Schild, das ist Wasserschutzgebiet. Oh, ja, einfach mal ein bisschen raus, die Ruhe genießen und mal schauen, was ich euch so zeigen kann. Ja, hier ist zum Beispiel was Schönes, das zeige ich euch mal. Jetzt drehe ich gerade mal die Kamera. Nutzen. Beziehungsweise hier auf der anderen Seite. Sehr trockene Gräser. Apropos trocken. Wir haben aktuell noch so um die 27 Grad. Also richtig herbstlich, ist klar. Aber das schlechte Wetter, das haben sie schon angekündigt. Es soll jetzt demnächst Gewitter kommen, Regen. Und ja, habe ich nichts dagegen. Die Natur braucht sie auch. Das ist eine schöne, naturbelassene Wiese hier. Die ist auch eingezäunt. Ich zeig's euch gerade mal. Ja, also es sieht nicht so aus, als ob der irgendwann mal gemäht werden würde. Finde ich gut. Das ist auch ein ideales Brutgebiet für Fasane. Die halten sich gerne in sowas auf. Höhere Gräser, Pflanzen. Da habe ich hier auch schon einige gesehen. Ja, und hier ein Jägersitz. Das Schild Wasserschutzgebiet. Ja, ich sag mal ausnahmsweise mal nicht aus dem Wald. Na, da hinten kommen Radfahrer. Dann werde ich euch mal kurz abschalten. Weges in die Büsche geschlagen und ach, was haben wir denn hier Schönes? Hier hat irgendeiner versucht, was zu bauen. Einen kleinen Unterstand, wie es aussieht. Schaut mal.
Ja. Ganz nett hier. Überall liegt hier Totholz rum. Ist natürlich ideal, um solche Sachen da zu bauen. Auch hier liegt eine fast komplette Birke und auch Teile von Birken. Ja, aber wie es aussieht, wird es wohl langsam dunkel. Und die Nacht wird auch recht frisch. Dann wäre es eigentlich an der Zeit, sich ein bisschen Feuerholz zu suchen. Aber liegt ja hier genug rum. Und ein schönes wärmendes Feuer zu machen. Was meint ihr denn? Mal gucken. Ich habe ja alles dabei. Feuerstahl. Mein Messer. Es sollte kein Problem sein. Ja, hier liegen wieder Birken. Dann könnte ich mir eigentlich mal ein bisschen Birkenrinde abschneiden. Ja. Ich habe heute meinen Cold Steel SRK mal dabei und boah, Mist. Ach je, mein Messer ist weg. Wie konnte das passieren? Was einfallen lassen. Feuerstahl, kein Messer. Ein Striker habe ich natürlich auch nicht dabei. Wie bediene ich jetzt den Feuerstahl? Ja, normalerweise findet man hier überall in jeder Ecke Zivilisationsmüll. Aber wie es immer so ist, Murphy's Law, kein Zivilisationsmüll. Keine weggeworfenen Dosen oder irgendwas. Ja, jetzt muss ich mir was einfallen lassen. Jetzt mal spätestens in der Stunde ist es dunkel. Und dann wäre so ein gemütliches Feuerchen schon ganz nett. Aber womit bediene ich den Feuerstahl? Ja, ich lasse mir was einfallen. Und dann seid ihr natürlich dabei. So, auf die Menschheit ist Verlass. Das hat mich auch gewundert, wenn ich hier mitten im Dickicht kein Müll finde. Und erfolgreich ein Stück Glas. Dann werde ich damit mal versuchen, ein Feuerchen zu machen. Jetzt brauche ich nur noch ein bisschen Zunder. Das wird jetzt natürlich ohne Messer ein bisschen schwierig. Aber man muss es versuchen. So, hier ist ein Stück Birke.
sollte reichen. Das Ganze muss ich jetzt noch ein bisschen feiner machen, damit das auch funktioniert. Und wie das immer so ist, gibt es hier irgendwo eine nette Gelegenheit. Nö. Also, da machen wir uns eine Gelegenheit. So. Die Glasscherbe, die Birkenrinde. Den Feuerstaub brauchen wir natürlich auch. Würde ich sagen, Versuch Feuerstahl mit Glasscherbe gelungen. So, natürlich nehme ich die Glasscherbe mit, ist klar, bevor sich hier noch irgendwas verletzt. So, jetzt möchte ich das Video mal aufklären. Das war natürlich alles gestellt, auch der Verlust des Messers. Hier ist es das gute Stück, Cold Steel SRK. Das Lanyard hatte ich nur zur Demo dran gemacht. Dass es also nicht immer vorteilhaft ist, an einem Messer ein Lanyard dran zu haben. Schon gar nicht in so einer Schlaufe hinten. Man läuft irgendwo durchs Dickicht. Ihr habt ja gesehen, wie es funktioniert. Man sieht irgendwas Schönes auf dem Boden, bückt sich. Das Lanyard verfängt sich in irgendeinem abstehenden Ast und zack, weg ist das Messer. Das ist das eine. Und das andere, ja, wie bediene ich einen Feuerstahl, wenn ich keinen Striker und kein Messer habe? Ich habe jetzt wirklich schon etliche Videos mir mal angeschaut, aber entweder werden die Feuerstähle mit dem Messerrücken bedient oder mit dem mitgelieferten Striker. Aber eine Alternative dazu habe ich so in dem Video noch nicht gesehen. Und das mit der Glasscherbe, das war jetzt wirklich ein Glückstreffer, sage ich mal. Weil ansonsten liegt nämlich hier eigentlich nichts rum, was ich dafür hätte nutzen können. Was super funktioniert, was ich auch getestet habe, das müsst ihr einfach mal selber probieren. Probiert das mal mit irgendeinem Stein. Funktioniert 1A. Ein x-beliebiger Stein, der muss noch nicht mal eine scharfe Kante haben. Das ist wahrscheinlich wegen der rauen Oberfläche. Das scheint schon auszureichen. Gut, die Glasscheibe hatte jetzt eine scharfe Kante. Ich bin gerade ein bisschen außer Atem, weil es doch relativ warm und schwül auch ist hier.
und ich auch so langsam von den Mücken verspeist werde. Aber ich habe vorhin jetzt erst mal eine ganze Weile hier irgendwie nach irgendeinem Stein gesucht. Gefunden habe ich einen Knochen. Habe ich natürlich auch gleich probiert. Das funktioniert nicht. Aber wie gesagt, Steine funktionieren oder irgendwelche Zivilisationsmüll, Glasscherben, meinetwegen auch eine Blechdose. Ihr müsst euch einfach mal eine Alternative ausgucken und einfach mal versuchen. So, jetzt werde ich mir hier noch ein paar Äste mitnehmen, die hier so rumliegen, die nicht morsch sind. Denn ich möchte noch ein anderes Video machen, wo ich einen Versuch mit Feuerbohren mache, aber auf nicht herkömmliche Art und Weise, sondern etwas anders. Ich hoffe, das funktioniert. Kann natürlich auch echt in die Hose gehen. Das ist nur eine Sache, die mir einfach mal so eingefallen ist. Und auch dazu habe ich noch nirgendwo ein Video oder irgendwas in der Art gesehen. Ja, dann lasst euch mal überraschen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Möglicherweise das Video mit meiner Art Feuer zu bohren. Macht's gut!